Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch mal zu einer neuen Folge von, ja, eigentlich wollte ich es gar nicht OpenTX Weekly nennen, denn es hat gar nichts mit OpenTX oder EdgeTX oder ELRS oder so etwas zu tun. Nun ja, das Setup, was ihr hier seht, das kennt ihr ja eigentlich schon. Ich habe hier meine RadioMaster. Ich habe gerade mal ein paar Widgets eingerichtet, dass ihr ein paar Telemetriedaten sehen könnt. Das sollte ja eigentlich schon bekannt sein. Also Drehzahl, Strom, Temperatur, nicht vom Motor, sondern Temperatur des, in dem Fall ist es tatsächlich ein Reglers, und zwar von dem hier. Und auch die, ja, Batteriespannung, die kommt jetzt bei mir vom Netzteil. Gut, ich habe hier so einen dicken Motor aus der Motorkiste geholt. Das ist einer, ja, ich würde sagen, fast der schlechteste. Der hat mechanisch eine unwahrscheinlich große Unwucht. Also den mit hohen Drehzahlen zu betreiben, ist immer ein Abenteuer. Deswegen habe ich ihn hier festgeklemmt mit einer Schraubzwinge an meinem Schreibtisch. Aber das habe ich auch noch aus einem anderen Grund gemacht, und das werdet ihr gleich sehen. Diesen Motor, den habe ich schon mal modifiziert. Ich dachte, ich kriege die Unwucht hin, indem ich die Lager austausche. Aber die Unwucht liegt in der Glocke, und da kann ich dann jetzt so auch nichts machen. Deswegen habe ich ihn immer noch so als Testmotor. Ich habe sogar da mal Sensoren eingebaut, aber das Kabel hier, was da rauskommt, man sieht das hier unten vielleicht gerade so. Ich gehe da mal mit dem Finger hin. Hier unten kommt das raus. Für die Sensoren, das ist hier gar nicht angeschlossen. Also die Sensoren habe ich dann nachträglich dann zwischen die Wicklungen geklebt. Das funktioniert auch ganz gut, aber wie gesagt, der Motor ist einfach nichts. Aber ich habe ihn jetzt einfach mal zum Test hier rausgeholt. Ich meine, er bemüht sich auch. Es fängt schon bei langsamen Drehzahlen an, dass man dieses mahlende Geräusch hört. Und wird natürlich bei großen Drehzahlen immer lauter. Wenn wir eben noch mal die Kamera ein bisschen justieren, dass ihr auch seht, was ich da mit dem Knüppel mache. Gut, das wie gehabt, das kennen wir schon. Ja, noch mal ganz kurz zum Setup. Ich habe hier meinen Cruise Control. Da sitzt drauf ein ELRS-Empfänger. Das ist dieses kleine Ding da, was da grün leuchtet. Darunter die rote LED, die kommt von dem Cruise Controller. Ich habe hier in der Radio Master ein externes ELRS-Modul drin, aber das ist jetzt auch wirklich nicht entscheidend. Wichtiger ist dann eher schon die Verbindung von meinem Cruise Controller zu dem Regler. Es ist in der Tat jetzt ein Regler. Das ist nur eine Leitung hier. Da fliegen noch andere Leitungen rum. Das ist eigentlich der Servo-Input. Den benutze ich aber hier nicht, weil ich ja nicht nur Duty Cycle, also praktisch die mittlere Stromstärke steuern möchte und damit die Drehzahl des Motors, sondern ich möchte auch Telemetriedaten empfangen. Deswegen habe ich das ein bisschen modifiziert. Also den legen wir jetzt hier auch an der Seite. Der ist unbenutzt und es reduziert sich auf dieses eine Kabel. Das ist dann eine serielle Verbindung zu dem Cruise-Controller. In diesem Fall ist es jetzt leider weder S-Bus und S-Port. Na gut, dann bräuchte man auch hier zwei Anschlüsse an dem Empfänger oder Cruise Controller. Das seht ihr, ist es auch nicht. Es ist auch nicht iBus, es ist auch nicht HOT, es ist auch nicht S-Bus 2, was ja theoretisch über ein Kabel Steuerdaten und Telemetriedaten übermitteln könnte. Das kann nämlich, ja, man sollte vielleicht sagen, noch diese Software, die hier drauf ist, auf dem Regler nicht, sondern das ist eben, musste ich ein bisschen modifizieren, was Eigenes, aber nun, so geht es dann eben auch mit digitaler Übertragung und Telemetriedaten dann wieder zurück. Soweit zu dem Kabel. Dann seht ihr hier noch ein USB-Kabel eingesteckt. Das brauche ich jetzt gleich. Das geht zu meinem PC. Der ist jetzt nicht auf dem Bild. Damit kann ich noch so ein paar Sachen auf den Steller übertragen. Muss man natürlich im Echtbetrieb nicht haben. Es wird alles auf dem Steller gespeichert. Aber ich lasse das jetzt mal dran für das, was ich euch zeigen will. Nochmal kurz zur Hardware. Das ist ein älterer
FlipSky, ja, sagen wir mal ESC, jetzt ziehe ich mich jetzt ein bisschen aus der Affäre. Er kann sowohl als klassischer Steller arbeiten, aber eben auch als Regler. Und das ist ja jetzt der Witz dabei. Die Software, die jetzt da drauf ist, ist von dem VESC oder VESC oder VESC-Projekt von dem Benjamin Fedder. Der hat also in den letzten 8 bis 10 Jahren also ganze Arbeit ge geleistet, das muss man echt sagen, und hat eine FOC-Regelung, also Field Oriented Control, hier entwickelt, sodass wir an den, Motoren ohne Sensoren auskommen. Das ist eine interessante Technik. Technik nennt sich HFI oder HFI, High Frequency Injection. Damit kann man die Rotorposition bestimmen und verfolgen, auch wenn man keine Sensoren hat. Das wird gemacht, indem man für Mikrosekunden das Magnetfeld oder ja, den Stator hier in die, und den Rotor in die Sättigung fährt. Nein, der Stator ist es. Und ja, ich will nicht weiter darauf eingehen, ist relativ kompliziert zu erklären, aber total interessant. Naja, auf jeden Fall, diese Software läuft jetzt da drauf und der Benjamin hat in den letzten paar Tagen gerade ein neues Feature da eingebaut und das möchte ich Ihnen, euch einfach nicht vorenthalten und dazu muss ich mal einen Mausklick tätigen. Ich kann jetzt auch wieder den Motor laufen lassen. Ja. Klingt ein bisschen scheppelig, aber ich halte ihn mal fest. Dann ist es etwas besser. Durch seinen Lagerschaden klingt er ein bisschen scheppelig. Ich mache es nachher auch nochmal mit anderen. Aber der Bass kommt schon ganz gut. Und das geht auch, wenn der Motor sich dreht. Gerade mal gestoppt. Ja, also ich meine, der Hi-Fi ist anders. Aber wir können uns die anderen Motoren hier auch noch anhören. Und ja, ich habe hier den hier noch zur Verfügung. Das ist eigentlich der, der am wenigsten Laufgeräusche macht und deswegen vielleicht die Musik ein bisschen besser überträgt. Aber der, ich muss sagen, der Innenläufer ist eigentlich auch nicht schlecht. Die schließe ich gleich nochmal an. Ich stoppe mal kurz das Video und dann machen wir mit den anderen Motoren wie in einem Hi-Fi-Laden weiter. So, kleiner Umbau. Ihr seht den anderen Motor hier. Den kleineren Brushless. Das ist ein 42 mm Motor. Der läuft also wesentlich schöner, macht nicht so komische Lagergeräusche und hat auch nicht diese Unwucht. Ja, und dann würde ich sagen, Show up. Gucken wir mal, wie der sich so soundmäßig verhält. Ja, ein bisschen ausgewogener würde ich sagen. Bei der Bassline fängt er sogar sich etwas an zu drehen. Man merkt das schon relativ stark an dem Motor, wenn man den hier anfasst. Okay, einen haben wir noch, würde ich sagen. Das ist der Innenläufer. Deswegen stoppe ich kurz mal hier die Aufnahme. So, der Innenläufer ist dran. Der ist so zahm, da brauche ich keine Schraubzwinge, aber ich vermute mal, wenn ich ihn nicht fest auf die Tischplatte drücke, dann hört man vielleicht von der Musik nicht so viel, aber der ist ja so lammfromm, da brauche ich keine Schraubzwinge. So.
So, dann würde ich mal sagen, the show must go on. Und gucken wir mal, wie der Sound ist. Auf geht's. Ja, ich würde sagen, wenn er im Boot eingebaut ist, macht das schon was her. Also gerade bei dem Innenläufer merkt man das eigentlich am meisten. Aber da er nicht festgeklemmt ist, hört man das wahrscheinlich nicht so. Na gut, er hat ausgeprägte Resonanzen. Also nichts für das Hi-Fi-Geschäft, würde ich sagen. Aber zum Krachmachen reicht's. Okay, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.